Morgen, morgen, Menschen Midgards. Heute spielen wir Wubbewutz. Aber wie kommen wir dazu? Denn das Ganze soll dann nämlich ein Horrorspiel sein. Mit irgendwie nordischer Mythologie. Wollen wir mal schauen, wie gut das umgesetzt ist. Und das Ganze, ja, nach dem Intro. Das Intro übrigens wird auch noch überarbeitet. Da muss ich noch mal ein bisschen was machen. Das ist auch noch nicht mehr aktuell. Ja, und zwar, ich habe gestern erzählt, wer gestern mein Video gesehen hat, dass ich eine Halloween-Woche machen will, quasi Road to Halloween, so in etwa, wenn man es in Englischen sagen möchte. Da habe ich gesagt, das machen wir nächste Woche. Ja, da ich jetzt das Video von gestern davor gedreht wurde, nämlich am Sonntag, um genau zu sein, stimmte das am Sonntag mit nächster Woche. Ja, jetzt haben wir die Woche aber auch schon. Also werdet ihr die ganze Woche jetzt Horrorspiele von mir sehen. Und wir fangen mal an. Ihr seht, hier steht Fortfahren. Aber wenn ich unter Kapitel schaue, ich habe noch nichts. Bin immer noch hier, Kapitel 0 sogar, nicht mal Kapitel 1. Ja, also ihr müsst eigentlich spielen, Spiel starten oder sowas. Haben wir nicht, aber lange gequatscht haben wir schon. Fortfahren. Westlandet? Landet? Was? Westlandet? Okay, irgendein Ort. Ah, das Spiel ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Ich muss jetzt lügen. Irgendwo war das 2015 bis 18, irgendwo so in dem Dreh. Ich glaube. Wie auch immer, ist ja eigentlich scheißegal. Ja, weil Grafik ist nicht alles. Sondern, ja, die Gestaltung. Ich meine, es gibt so viele Indie-Titel, die sehen so kacke aus. Oder nur bescheiden, aber die machen einfach, also das ist ja auch Indie-Titel. Aber die Atmosphäre oder irgendeine besondere Mechanik oder sowas, die einfach geil ist. Hier sehe ich gerade, es flackert aber ganz schön hässlich mit dem Schwarz hier. Was ist denn da los mit dem Boden? Okay, ich spiele also das Kind von dem. Also was erstmal gar nicht ging, ist gerade die Schatten. Da müssen wir nochmal kurz nachgucken. Kann ich hier noch irgendwas... Ach, hier oben. Ich weiß nicht, ob das hier ist. Da müssen wir mal testen. Muss ich jetzt hier irgendwie was drücken zu bestätigen? Oder hat er das so angenommen? Ne, hat er so angenommen. Dann schauen wir mal uns das Ganze nochmal an hier so ein bisschen. Das sieht erstmal besser aus. Egal. Wir laufen mal los. Läuft ein bisschen träge. Muss ich mal so zugeben. Ist auch ein bisschen steuerungstechnisch ein bisschen träge. Oh, da fliegt das mal eine Krähe oder ein Rabe weg. So, ich soll nicht so tief in den Wald. Ja, lichtschattenmäßig. Jetzt, wenn die Schatten jetzt... Oh. Was ist da los? Warum sieht das hier so... Was habe ich hier für Flimmern? Das ist natürlich schade. Das will ich nicht haben. Weil ich will ja die Woche das Spiel, Horrorspiel... Oder das, also, je nachdem, wie gut das ist. Das durchspielen. Na, wenn das noch öfter... Ja, das hier geht nicht. Aber hier sehen wir zumindest gerade den Fehler mal optimal. Dann wollen wir den nochmal überprüfen, ob das das hier ist oder ob ich die Distanz einfach... Wobei... Ich weiß nicht, ob die Schatten... Die Detaildistanz kann man so lassen. Es geht ja gerade nur um die Schatten. Ich glaube, die war Standard nämlich auf 100. Ich habe einfach gedacht, komm, pushen wir aufs Maximale. Computer sollte das hinkriegen. Oder ist das hier unten irgendwas... Na, das kann es eigentlich nicht sein. Das ist bloß das Licht. Ob das jetzt Reflexion zählt, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Aber es ist doch immer noch da. Ist einfach, aber man sieht doch jetzt die ganze Zeit im Hintergrund. Das heißt, rein theoretisch, wenn ich jetzt hier alles Mögliche rumprobiere, guck mal, dadurch wird es ja einfach nur besser. Also muss es an was anderes liegen. Woran liegt der ganze Spaß? Ist das einfach nur die Reflexion? Jetzt sind sie ja gerade weg. Okay, probieren muss man damit weiter. Aber was für Reflexion, warum hat denn das so... Okay, reden wir nicht weiter drüber. Bisher haben wir damit noch keinen Moment zerstört so richtig, außer dass wir uns hier die Umwelt ein bisschen angucken konnten. Ja, wir sollen hier so ein bisschen im Wald rumlaufen, habe ich doch irgendwie gehört. Oder zum Steg, oder was hat er gesagt? Ich habe leider nicht ganz zugehört, weil ich so auf die Schatten fixiert war. Aber es stimmt. Okay, wollen wir mal schauen, was passiert. Oh, Pizza ist im Ofen. Okay, coming. Ja, aber der Steg hat gerade so schön leuchtet, sozusagen. Kann ich eigentlich ins Wasser springen? Nee, das geht nicht. Kann also hier nicht rumschwimmen.
kurz ein Bad nehmen. Also, das ist hier quasi noch so ein bisschen Tutorial, damit man ein bisschen erstmal die Bewegung übt, ein bisschen guckt, wie das so ist. Wie es so ist, Einführung. Ist ja jetzt nicht irgendein Horrorspiel, wo am Anfang erstmal jemand umgebracht wird, dann ein 80er Jahre Teenager-Intro kommt und dann geht's los. Ja, mal schauen. Oh, die Tür ist aber hoch. Oder ist der Bengel so klein? Also die Türklinke ist ja in den Kopfhöhe gewesen. Ja, ansonsten da unten an den Brettern sieht man jetzt so ein bisschen, wie das Dunkle rausgeht, sage ich jetzt mal. Die Schatten ist jetzt nicht 100% optimal. Ja, ich sehe auch noch ein paar andere Fehler, aber alles nicht so tragisch. Gucken, was, wie mich das Spiel quasi erschrecken will. Mom. Hey Mom, wake up. Wake up. You've been asleep all day. Okay, it's been I'm up. Sorry. Why do you have to stay up so late? You're always tired. Espen, I came here to work. You were supposed to be with your grandparents this weekend. Sorry. Just let me get some coffee. We'll go night fishing down by the lake or something. I just wanted to go to the bathroom, but it's dark outside. Das Klo ist draußen. Sorry. Go get the flashlight and I'll come out with you. Ist ja so typisch, dass die Toilette. Verzeihung. Oh. Look at the stars. Kleinen Moment, mal einen Schluck trinken. Oh. Ungünstiges Halskratzen. Ist das normal, dass die Klos immer so draußen sind? Ich meine, das sieht man ja bei vielen Horrorfilmen. Dass immer draußen nochmal so ein Holzhäuschen steht. Oh. Lecker. Ich meine, warum ist das nicht im Haus integriert? Gibt es da Probleme mit, oder? Ist einfach, weil man das Klo immer wieder versetzen kann und woanders hinkackt. We could make some hot chocolate. Mom! Oder ist das sowas von der Amis oder sowas? Oder im Norwegen, hier sind wir ja in Norwegen oder irgendwie sowas. Also zumindest im skandinavischen Raum, Schweden, Go glaube ich. Oder away! was weiß Just ich. wait at the Der path. I Junge can't heißt ja auch go while you're Espen. standing there. Okay, little man. If you say so. Ja, gut. Was soll ich jetzt machen? Warten, bis der fertig mit Kacken oder was? Wenn ich die Taschenlampe. Ah, okay. Mit linker Maustaste. Ich habe hier so rumprobiert mit F und sowas. Aber so allein in so einem Wald. Im Dunkeln. Verstehe ich schon, dass der Bengel so ein bisschen Schiss gekriegt hat, wenn er kacken muss. Okay, hier so ein bisschen Rinde weg. You done, Espen? Ist er fertig? Tür ist auf hier. Espen? Stop messing around, Espen. I'm not in the mood. Junge ist weg, aber richtig gekackt hat er nicht, oder? I mean it, Espen. Also, Come oder seht ihr out. hier eine Wurst? Eine Lampe haben sie zumindest drin, okay. Jesus, Espen, what are you doing? Sorry. I thought I'd see if I could scare you after all. Ach, da ist er. We're getting there. Let's go inside. I don't know if I want to make you hot chocolate anymore. Oh, I was only kidding. I'm sorry. Please, can we have hot chocolate? Okay, but don't scare me again. And you're washing the cups. Okay. Oh nein, er muss die Tassen Can I go waschen. down to the pier in the morning? I want to try catch some crabs. I'm pretty sure you're not going to find any crabs. It's a freshwater lake. Oh nein. Anyway, the pier's broken and dangerous. Please don't go down there by yourself. Ja, das ist ja schon eine Ankündigung. But I still want hot chocolate. Oh, da war sie gerade weg. I'm not going to Jetzt gibt es erstmal heiße Schokolade. Aber das ist ja schon Ankündigung. Die Mutti schläft nachher. Weil sie also ist zu lange wach, schläft dadurch länger, der Bengel läuft zum Steg und da wird irgendwas passieren. Also, ist ja. Ich weiß nicht, also vielleicht ist es nicht so, aber es ist momentan wirkt das so stark wie angekündigt, was passiert. Okay.
I resented them both. And one day, Espen and me were alone. But as Espen got older, I slowly began to realize something. Liebte das Kind erst nicht und dann irgendwann doch, weil sie lange noch kannte. Also, ich weiß ja nicht, wie man Kinder nicht lieben kann, aber gut. He became my best friend, my favorite thing. And I lost him. We lost each other. And I don't know if I can forgive myself. Or Espen. Der Bengel einfach überall steht und wartet, bis die Alte mal wach wird. Ja, jetzt wird natürlich, nachdem sie schon wahrscheinlich 20 Stunden geschlafen hat. Espen, want some breakfast? Or lunch? We have eggs and bacon. Oh, lecker. Ja, mit Speck. Guess he's out playing. Oh, Zettel zum Lesen. Hi, Mom. You are always asleep when I wake up at Willy Birmingham. Going out to play. Ja, ist er rausgegangen zum Spielen. Okay. Gut, gut. Ihr könnt das also auch immer in Deutsch sehen. Das ist ganz schick. Gut, zurück. Pizza. Weiß ja nicht, wer sie geliefert hat hier draußen. Radio können wir anmachen. Okay, zumindest kann man so ein bisschen interagieren hier. Hier können wir auch noch einen Zettel lesen. Ja, okay, für heiße Schokolade. Ah, ich bin noch nicht gewohnt, ihr Q zu drücken, auf wenn es dran steht. Na gut, können wir jetzt hier rausgehen? Ne, die Tür scheint maximal verschlossen zu sein. Kann so nicht anfassen. So, können wir hier noch irgendwas machen an ihrem Malbrett hier? Nö. Ja, nicht gleich mal hinbleiben, so. Wir wissen doch, dass der Bengel nicht da ist. I loved our room at the cabin. Espen's reflectors looked nice in the sunlight and his drawings fascinated me. Ein Bild von ihr mit dem Jungen, okay. And it bled from his imagination to the page in pastels and pen. Hey, cool. The process always seemed to distill the harsh world. Hat er sich ein Wiki neu gemalt. So ganz klassisch hier. So, was haben wir denn noch? Ein paar Bilder an der Wand. Schade, dass ich hier nicht die Tür noch machen kann und das Haus so richtig mal erkunden kann. Geh nach draußen. Achso, ich muss hier die Jacke vorher noch anziehen. Espen? So, zum Steg, denke ich mal. Was ist er denn hier in diesem Kalt? Oder wo kommen wir hier? Oh, jetzt kann sie nicht mehr laufen. I hope you're not down by the pier. I told you that thing's dangerous. Hey! Hey! Get away from my son! Was ist da los? Jesus! Jesus! Was zur Hölle? Stein nehmen! Stein nehmen, Kopf werfen, hinterher springen. Aber ein cooles Boot hat er, muss man zugeben. Das ist natürlich der absolute Horror, ey. Kind wird entführt. Machst die langsam. Kann ich nicht schneller schwimmen? Es geht um dein Kind. Also, sozusagen. Gott, ist die langsam. Das ist natürlich keine gute Ausgangssituation hier. Also... Da hat keiner Bock drauf. Find cool, wie der Name des Titels, des Spiels quasi, der Titel nochmal so über den Nebel so reinschwebt. Also, das macht das mal eine coole Atmosphäre. Wo ist der Ladebildschirm hier? Ist wirklich hässlich. Also, der ist wirklich kacke. Okay. Soundtrack ist cool. Soundtrack fetzt gerade so ein bisschen. Ich fand's relativ seichtes. Was macht's denn jetzt? Ihr Handy anfassen oder was? Der ist nass geworden. Hast du keine Handytasche? Hat sie das jetzt weggeschmissen? Oder hat sie das in die Tasche gesteckt? Ah, guck mal, er hat hier schon mehrere Boote gebastelt oder was? Espen! Alter, wie langsam rennst du denn? Oh, da ist auch ein Weg. Verdammt, laufe ich jetzt da lang, da lang? Wahrscheinlich hätte ich über die Brücke gehen müssen, wa? Aber hier hinten ist auch, hätte auch eine Höhle sein können. Da ist auch nochmal eine Höhle. Die große Frage ist ja, wo sind die hin?
Aha, hier haben wir ein Lagerfeuer. So hatten wir mal eins. Ja, ach du Scheiße. Na, kommen Sie die Kante nicht hoch? Oh Mann. Wirklich jetzt? Aspen! Schön finde ich aber das Interface, dass es quasi nicht wirklich vorhanden ist. Momentan ist gar nichts zu sehen. Brauche auch, glaube ich, noch nichts. Also wozu sollte es jetzt auch was brauchen? Hello? Alter, was ist hier alles los? Hey, is someone there? I better look around. Ich sollte mich umsehen. Achso, gerade Kind. Ja, klar. Aber hier ist nichts. Ist aber auch eine kleine. Also, die Schrägen sind aber auch dolle tief, du. Meine Güte. Stößt ja an jeder Ecke den Kopf. Ich habe natürlich für die Atmosphäre, für mich selbst, das Zimmer eigentlich ein bisschen dunkler und alles gemacht. Was jetzt hier... Menü. Was im Spiel bisher, weil alles so hell ist, noch nichts ausmacht. Ja, die Charaktermodelle sind in Ordnung. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, wo ich lang muss. Ich könnte sein, dass ich hier hoch muss. Und dann da drinnen mich umgucken soll. Alles kaputt, aber die Tür ist noch perfekt erhalten. Na gut. Perfekt erhalten. Sie fällt einfach um. Ah, ist aber eine schöne Hütte. Also hier ist ein schönes Langhaus, würde ich mal sagen, ist das hier. Na, hier vorne mit der Feuerstelle, die ich ein bisschen deutlich klein finde. Für die große Hütte. Ah, und dann immer natürlich ringsherum den zweiten Stock. Der manchmal auch noch einen Weg nach außen hatte, um einfach zu gucken, von wo wer kommt. Wunderschöner Baustil, also ich mag jetzt die ganze Wikinger-Mythologie, das ganze Skandinavische alles. Wie weit die gekommen sind, die werden zwar natürlich immer dargestellt wie blutrünstige Monster, die einfach nur in England und in Frankreich und so geplündert haben. Aber im größten Teil waren es halt Händler und ziemlich zivilisiert sogar. Natürlich gab es auch Raubzüge. Aber die haben ja auch fast die ganze Welt erkundet. Ist ja richtig krass. Von Amerika. Oh, was haben wir hier? He must have dropped it. I'm coming, Aspen! Kann ich die einsammeln? Sind das Sammelobjekte? Oder? Ja, tatsächlich nicht. Okay. Aspen loved his reflectors. He collected them from magazines and cereal boxes and I bought him a couple from the gas station by our house. Das sind schon. He'd hang them from the curtain. Schon geile Bilder hier. Schade, dass das nicht in Deutsch ist. Da unten immer so ein bisschen mitzulesen, während man läuft, weil ich kenne nur nicht jedes Wort. Meine grundtechnisch geht so, aber ja, mein Englisch ist halt nicht, dass ich das komplett verstehe. Oh, cool, Mann. Mixed it. Und was kann ich damit machen? Ist das jetzt einfach ein Kontrollpunkt, wo ich mich denn hinporten kann, oder? Also quasi ein Schnellreiseort? Oder ich meine, hat das überhaupt eine Map, wo ich rumlaufen kann komplett? Vor allem, sie hat noch gar keinen Hinweis gefunden, außer diesen einen fucking Reflektor von dem Jungen. Ganz schön felsig hier alles. Gewitter im Hintergrund, also über meine Kopfhörer hört sich das richtig schön an. Hört sich fast an, wenn es draußen regnet. Ich könnte eigentlich echt das Fenster gucken. So kann ich die Taschenlampe jetzt eigentlich nicht nehmen. Was für eine Fackelhöhle. Okay, da ist irgendwas abgebrochen, also muss ich wahrscheinlich hier lang. Ja, zu weit zum Springen, gut. Taschenlampe, warum geht die nicht an? Also, vorhin habe ich nur linke Maustaste dafür geklickt. Was haben wir hier?
Und welche Zeichnungen? Mit nordischen Runen, aber die Wörter geben keinen Sinn. Schade. Einfach nur reingeklatscht sozusagen. Was sind hier unten? Ich hänge hier so ein bisschen. Da kann man durchgucken. Aber wo soll ich denn jetzt hier hin? Kann ich hier irgendwo lang klettern? Kann ich hier irgendwo was machen? Ich meine, das hier ist doch auch nicht umsonst da, oder? Hier, Alter, ist so dunkel, ist gar nicht gesehen habe. Warum kriege ich diese Taschenlampe nicht an? Eine Höhle. Ohne wilde Tiere bisher. Sieht aber auch alles so aus, als wenn hier mal jemand war, ey. Ach so, sie selbst hat keine Taschenlampe. Jetzt kriegen wir sie erst. Die haben nur eine im Haus. Okay. Jetzt hat er noch sein Pullover verloren. Ist das ein Minecraft-Pullover oder warum sind die Bäume so, so eckig? Nee, die Bäume sehen natürlich bei Minecraft anders aus, ist mir schon klar. Ich wollte nur sagen, dass der Pixel-Look so ein bisschen stark ist. Ah, aber noch ein Ladebildschirm, das muss doch nicht sein. Können wir doch mal abschaffen, sowas. Aspen must be cold without his jacket. Also, okay, wir müssen also die ganze Zeit den Jungen suchen. Ich dachte, dass man den vielleicht ein bisschen schneller findet, aber das wird wahrscheinlich jetzt der ganze Faden durchs Spiel sein. Oh, jetzt haben wir auch ein paar... Was ist das? Ich dachte erst, das ist ein Hase, aber es sah jetzt fast aus wie so ein kleines Äffchen. He trusted me, and I let him down, as I had so many times before. His jacket was a symbol of my failure. Krass, wie sie die ganze Zeit Selbstgespräche führt. Und sich ist ja keiner da. I just hoped that was a promise I could keep. Ups. Lalala. Ah, hier kann man sich absolut verlaufen, ey. Das scheint wirklich Turswick oder Wurswick, je nachdem, wie man das ausspricht. Also, die Wegfindung ist echt nicht so einfach. Muss ich jetzt hier hoch oder kann ich da ganz hinten rechts lang? Der Boden bebt. Hallo? Fuck, was ist hier los? Aua. Gut, da ist also ein Speicherort. Wir sind umgekommen. Das war völlig unerwartet. Also ich habe jetzt nicht erwartet, dass hier irgendein Troll hier ankommt und mich einfach weghaut. Beziehungsweise, was ich jetzt dolle schade fand, dass einfach nichts zu sehen war. Also vor allen Dingen, wo bin ich jetzt auf einmal? Ich bin woanders lang abgebogen hier. Was haben wir denn hier Schönes? Was zur Hölle bist du, ey? Sieht zumindest alles nicht so gesund aus hier draußen. Hat gerade so ein bisschen was von The Forest. Ups. Wusste, dass man halt natürlich bauen kann und alles. Also, ich will jetzt The Forest hier nichts... nichts absprechen, aber irgendwie hatte das gerade so ein bisschen das Gefühl mit diesen Mutantenviechern so, die auf dem Boden liegen. Diese kleinen Babys sozusagen. Kann ich hier lang krabbeln?
Okay, das zeigt aber keine Steuerung für einen. Man muss einfach selbst rausfinden, welcher Knopf. Vielleicht stand das mal irgendwo am Rand und ich habe es einfach ignoriert. So, jetzt kommen wir aber aus der Höhle hier raus. Ich habe übrigens vor, heute ungefähr nochmal das Beben wieder. Vielleicht sollten wir gleich mal laufen und nicht wieder erwischen uns lassen. Oh, hier, die Steine sehen auch geil aus. Was bringen die hier? Was bringt das hier? Ist das nur Optik? Bebt der Boden noch ein bisschen, höre ich was. Kann ich hier irgendwo lang? Ich sehe den da rumlaufen. Der kommt da auch, oder? Wirft er jetzt was hin? Muss ich an dem irgendwie vorbei? Der sitzt da einfach mal, der Bastard. Scheiße, hier komme ich nicht weiter. Der ist hinter mir und hier ist Sackgasse. Was ist, wenn wir Lampe ausmachen? Ich komm hier nicht weiter. Hier ist alles dicht. Ah, ich komme hier nicht durch. Hier ist Levelgrenze und ich bin in der Ecke. Ich meine, was soll ich da tun? Können wir versuchen, jetzt an ihm rumzukommen? Okay. Also wie er ihn schnappt und die Taschenlampe einfach nur wegfliegt, weil die Kamera auf die Taschenlampe ist, finde ich ein bisschen dolle Scheiße. Hätte er doch lieber eine Animation gehabt. Und wenn es bloß ist, wie er mich greift und auf den Boden einmal klatscht. Okay, haben wir aber jetzt schon zweimal versaut. An sich ist auch ungefähr... rein theoretisch um, aber weil ich ja Halloween-Woche mache, will ich einfach und hier die Spiele, also ich will jetzt nicht nur ein Spiel durchspielen, ich will eigentlich noch ein, zwei andere Horrorspiele durchspielen, je nachdem, wie schnell wir durchkommen. Und die sind ja meistens nicht allzu lang. Eine Stunde draus machen. Also habt ihr mich jetzt noch eine halbe Stunde ungefähr auf dem Hals? Das ist natürlich mit Leben, kann ich nichts dafür. nee, wäre natürlich schön, wenn ihr ein Abo da lasst. Ganze Woche wird halt so gruselig. Wobei bisher ist es noch weniger gruselig, sondern mehr, ich kann auch nichts machen. Also. Ja. Mal gucken, was sich hier noch so ergibt, ob ich hier noch irgendwie was mal, keine Ahnung, mit dem Stein ablenken kann, indem ich den irgendwo hinwerfe oder ob noch irgendwelche Mechaniken dazukommen. Weil in den Weglaufen vor jemandem, der mich in der Ecke drängt und ich kann nichts tun, so wie jetzt wahrscheinlich gleich wieder. Kann ja auch nicht die Lösung sein. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Ich komme hier einfach nicht weiter. Bin ich zu blöd, den Weg zu finden? Oder woran liegt das hier gerade? Weil ich muss doch, also der Weg führt mich doch hier hin. Der führt mich eindeutig hier hin. So, hier komme ich aber nicht lang. Hier ist alles komplett dicht. Es gibt keinen weiteren Weg hier oben lang. Ja, das hier ist immer so eine Sache für sich. Da weiß ich nicht, was ich mitmachen soll. Ja, die Buchstaben machen keinen Sinn. Da gibt kein Wort, gar nichts. Ne. Also lesen hilft mir leider nicht. So, schwimmen kann sie nicht auf einmal. Ich meine, am Boot konnte es noch, jetzt kann sie es nicht mehr. So, wenn ich doch hier schon wieder in der Sackgasse bin, dann müsste ich da eigentlich einen ganz anderen Weg nehmen, aber... Wir schauen mal zurück. Dadurch, dass ich auch nicht so richtig springen oder so kann, ist einfach, ich kann nicht ducken. Na, da kommt er schon wieder, ja. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Wieder wegrennen und den abkacken in der Ecke? Oder soll ich mich vielleicht verstecken hier irgendwo? Weiß ja nicht, ob der mich sieht.
Okay, das gibt jetzt ein bisschen Feeling tatsächlich, wenn er hier so rüberglotzt. Mit seinem einem leuchtenden Auge. Ich denke ja mal, dass ich an ihm irgendwie vorbei muss. Um weiterzukommen. Ah, wir schleichen erstmal noch ein bisschen. Oh Gott, wenn der zurückkommt, bin ich wieder am Arsch. Das ist ja hier kein wirkliches Versteck. Geht der weiter? Okay, ich habe schon gedacht, der dreht nochmal um und kommt hier den Weg einfach nochmal lang. Das wäre natürlich richtig eklig für mich. Da wie dieser Boden bebt. Also es hat jetzt doch schon mehr Feeling als... Am Anfang, was aber auch einfach daran liegt, dass man sich nicht wehren kann. Gut, ich wüsste jetzt nicht, was ich gegen den Großen hier machen soll. Ach, hier kann ich ja nicht weiter, nee. Okay, er hat sich wieder hingesetzt. Schleicht aber auch pervers langsam. Ho, ho, ho. Bleib mal schön sitzen, mein Großer. So, die Frage ist, wie weit hört er mich? Ab wann kann ich laufen? Und vor allen Dingen, wo laufe ich denn hin? Wo laufe ich hin? So, mach mal die Lampe wieder an. Hier lang, hier kann doch irgendwo... Aber es ist doch, wo ich angefangen habe. Hier habe ich doch losgelegt, oder nicht? Bin ich jetzt nicht von hier gekommen? Und laufe jetzt quasi zurück? Wobei, hier sind ja die Bäume so ein bisschen... Oh, das sind die umgeknickt? Bin ich von hier gekommen? Das ist die große Frage. Weg für du. Scheiße. Kann ich da hoch? Nee, nicht mal annähernd. Ich bin der Meinung, dass ich hier war. Dass ich hier einfach schon war. Ich glaube, ich bin noch den... Nee. Ah, ist schwierig, ey. Die Orientierung in dem Wald, jeder Baum sieht sie fühlt gleich aus. Das Einzige, was mich gerade ja irritiert, ist, dass ich ja von dem großen Stein da gekommen bin. Sozusagen. Jetzt sieht es so aus, als wenn ich nur noch zurücklaufe. Frage ist, ob dadurch ein Weg irgendwo aufgegangen ist, weil der Große da hergekommen ist. Oder ob der nochmal woanders herkam. Ob ich irgendwo an ihm meine Seite vorbei muss. Das ist die Höhle, wo ich rausgekommen bin, oder nicht? Gut, also hier kann ich schon mal nicht lang. Hier geht es auch nicht weiter. Also, ja, die... Der Weg ist an sich doch schon so fucking linear. Da muss doch mal irgendwo eine Seite finden, wo ich lang kann, oder nicht? Kann doch nicht so schwer sein. Stelle ich mich so doof gerade an, dass ich hier nicht vorankomme? Oder bin ich einfach nur richtig krass blind? Ist die Orientierung so das Problem? Hm. Will mich aber auch nicht schon wieder von den großen Typen fangen lassen. So, da bin ich gekommen. Ich sehe jetzt an der Seite links und rechts aber auch nicht irgendwie einen Weg, wo ich lang kann. So, hier ist wieder der Baumstamm. Okay, den könnte man sich vielleicht merken, der Baum hier. Für die Taschenlampe linke Maus zu drücken, ja. Das Tipp des Tages. So, da vorne ist der Stein, von dem ich quasi... Ja, von dem ich eben gekommen bin. Okay, also muss ich ja hier hinten in dem Abschnitt irgendwo weiter. Ich meine, da ist ja auch der Kontrollpunkt. Also denke ich mal, also bin ja da jetzt hier zweimal aufgewacht. So, was gibt's denn für Wege? Also erst da drüben und hat irgendwie voll Bock. So, ich bin einmal... Kommt er jetzt hierher? Ich bin noch einmal hier drüben lang gelaufen, oder nicht? Na, hier kann ich... Kann ich hier weiter? Nee, hier ist alles dicht.
ist er. So, mal hier ist eine Höhle, wo ich bloß auf der anderen Seite rausgekommen bin. Aber ich komme da hier nirgends lang. Hier ist ja alles dicht. Ich kann ja auch nicht springen oder irgendwas. Ah, gucke an. Hier liegt sogar ein Zettel rum. Vielleicht hilft mir das. Texte. Verflucht sei diese Bestie und verflucht sei ich nah dafür, dass ich hier bin, hier rein bin. Dachte, ich könnte vielleicht einen zwei Hasen in der Trollhöhle finden. Schon tot und gehäutet. Hab nach den verdammten Kreaturen Ausschau gehalten, bevor ich reingekrochen bin. Und sie waren nirgends zu sehen. Na, ich hab ihn zu spät kommen hören. Hab mich ja dabei erwischt, wie ich in seine Beute gestohlen habe. Die Kreatur kam reingeschlürft, zog zwei blöckende Schafe an den Beinen hinter sich her. Er hat nicht lang genug sein Leben, um rauszufinden, wie ich sie hab kommen hören. Was? Wer hat nicht lang genug Leben, um rauszufinden, wie ich sie nicht hab kommen hören? Formulierung ist etwas komisch vom Satzbau, fand ich. Gut, egal. Hab mich zweimal gegen die Wand geschleudert und die Schafe gefressen, während ich vor Schmerzen gestöhnt habe, Beine gebrochen, Kiefer ausgerenkt. Glaub nicht, dass ich bis morgen schaffe, bis ihm wieder einfällt, dass ich hier bin. Was für ein Narr ich doch bin, wegen eines Hasen. Ich wollte auch wegen dem Hasen rumlaufen. Wer diese meine letzten Worte findet, der sei gewarnt. Harbard. Geschichten der Dorfbewohner. Troll! Okay, also wir wissen jetzt 100%, das ist ein Troll. Der hat nichts anderes zu tun, als ein Buch zu schreiben. Während er da endlich sich zu Tode quält. Da haben wir ein Schild, cool. So ein Schild hätte ich eigentlich auch gerne. So, ich kann jetzt also jetzt hier lang schleichen und komme dann irgendwo wieder raus. Die Frage, links oder rechts lang? Links oder rechts lang? Gucken mal rechts lang. Oder ist das der Weg, von wo ich gekommen bin zwischendurch? Höre ich ihn wieder? Ist schon ein bisschen spooky hier im Wald. Das da hinten ist doch denn einfach nur der Weg zu diesen ja, Steinschwertern, oder nicht? Oh, jetzt kommen wir mal da hoch. Also der andere Weg bringt mir ja dann auch nichts. Wo zur Hölle ist denn jetzt die Höhle schon wieder? Die muss doch jetzt hier irgendwo sein. Da, Alter, die ist echt gut versteckt. Das muss man mal lassen. Also, hier kommt man aus der Höhle raus. Ich kann also quasi rechts rum oder links rum. Dann komme ich den Weg hier hinten lang. Aber die Ecke ist doch... War da was? Oder war es der Wind? Aber hier kann ich doch nichts machen. Was kann ich hier machen, Mensch? Wo kann ich hier weiter? Führt der Weg einfach nur in eine Sackgasse. Brauche ich denn ein Boot, damit ich hier weiter heizen kann, oder nicht? Oh. Okay, das mit dem Laufen ist jetzt doch schon langsam unschön. Aber was kann ich hier machen? Also, ja, das sind riesige... Ich dachte erst, das sind Steinschwerter, aber jetzt sehen sie eher aus wie Metall. So verrostet von den Trollen oder von irgendwelchen Riesen halt. Da hinten leuchtet mein Stein blau, wo ich hergekommen bin. Aber das hilft mir ja nicht, wenn ich hier nirgends weiter kann. Das ist hier gerade mein Problem. Ich komme hier nicht durch oder irgendwo... Ich meine, gut, hier ist halt das Wasser rum. Ich muss irgendwie nach da hinten vielleicht kommen.
Aber dadurch, dass sie auch nicht vernünftig klettern kann, sondern bloß sie für die Höhenunterschiede mit so einer merkwürdigen Bewegung hier gerade beschreitet, ist das überaus schwierig, hier einen Weg zu finden. Hm. Aber stell ich mir einfach nur blöd an. Weil jetzt bin ich einfach nur wieder in der Höhle. Aber ich habe doch jetzt nichts davon, wenn ich jetzt mit ihm da in der Höhle rumgammle. Irgendwie noch eine Hilfe irgendwo? Nö. Ich guck mal kurz unter Steuerung, was ich... Quatsch. Wobei, Sammlung? Wir haben einen Gegenstand bisher, ja. Und die Reflektoren, die vorhin, da haben wir wahrscheinlich schon ein paar Sachen vergessen. Quatsch. Steuerung haben wir hier. So, wir können bloß... Ja, hier steht natürlich... Ah, hier, Tastatur. Taschenlampe mit E ist interagieren, laufen, rennen, schleichen. Gut, wir haben also keine Funktion verpasst. Weil das Spücken oder das Schleichen haben wir schon. Und interagieren habe ich auch schon. Das ist ja, wenn man irgendwo einen Zettel findet. So, und das heißt, was habe ich denn jetzt hier vorhin in dieser Höhle? Hier muss doch irgendwas sein. Hier ist nochmal ein extra Schädel. Ja, okay. Aber auch hier unten geht es noch nicht weiter. Ist ja nicht so, dass ich hier irgendwo mich durchschleichen kann. Gut, hier brennt es, da frieren wir wenigstens nicht. Kann man eigentlich in das Feuer reinlaufen und kriegt Schaden? Nee, geht auch nicht. Schwebt dieser Stein? Der schwebt doch. Der sitzt doch nicht auf dem Boden. Hm. Hey, du blöder Troll. Sieht aber auch schon kacke aus, der Bastard. So, komm mal mit. Mach mal in der Höhle hier was kaputt, damit ich hier irgendwo durchkomme. Ja, komm mal mit, Großer. So, nützt mir das jetzt was? Was ist, wenn ich jetzt rumlaufe auf der anderen Seite? Ist er denn noch in der Höhle oder läuft er da wieder raus? Und wenn ich jetzt hier rechts rumheize, dann komme ich einfach nur da vorne hin und lande dann irgendwann an dem Stein. Hat er mich entdeckt? Nee, huh. Aber da ist ja auch nichts. Da ist hier irgendwo was. Muss ich hier weiter? Ja, dann kam er doch von rechts und hab mich einfach weggeknüppelt, oder nicht? Aber hier scheint zumindest weiterzugehen. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob ich gerade zurücklaufe. Sieht fast danach aus, oder? Fuck, man, ich hab so einfach keine Orientierung, ey. Kann ich alles natürlich nicht lang. Aber was bringt mir denn der Weg nach hier unten? Gibt's hier noch irgendwo was? Hm. I know how it sounds. Oh. But it's true. All of it's true. I can't explain it. I can hardly believe it. But it happened. The moon. When I was young, I found some photos of my parents in an old shoebox at their house. I was looking for Christmas presents. They looked so young and in love before I was born.
I remember they didn't look like the people I thought I knew. There was something different about them I couldn't understand. I was lifting a veil, and I knew these pictures were not for my eyes. The island was like that. The journals, the troll, the broken moon. I wasn't supposed to see those things. I was intruding on something secret, and I didn't belong there. Okay, ich habe also, nachdem sie jetzt eine Weile gequatscht hat, ich war mal ruhig. Wir haben zumindest ein bisschen weiter gefunden. Da vorne ist auch nochmal eine Höhle, eine Tür. Okay. Alles ganz schön groß hier. Meine Güte, geile Truhe. Kann man sich drinnen verstecken, wa? Oder? Hätte ich sogar Trollgold gefühlt. Krass, also sieht schon hübsch aus. Wenn man hier so sieht, ja, das war ja jetzt nicht das Optimalste, aber die Atmosphäre kommt halt auch noch ein bisschen dadurch rüber hier. Oh, scheiße, ich bin hier nur so ein kleiner Pimp. Gegenüber diese Riesen. Hier ist so eine Behausung von denen. Die Frage ist ja natürlich, gut, wie ist das jetzt alles entstanden? Hat die das vorher nie mitgekriegt, dass hier im Wald irgendwelche Viecher rumhüpfen? Klang nach einem Fisch. Ich will eigentlich nach da drüben, da leuchtet so schön. So bei irgendwelche Kerzen, die so einfach so am Wegrand sind. Ah. Eichhörnchen soll es. Ja klar, Eichhörnchen. Habe ich erst nicht erkannt. Ich habe erst andersrum gesehen, das ist aus wie so ein Wurm. Der irgendwie forzt oder sowas. Nee, so schlimm ist es nicht, aber ich habe kurz einen Moment gebraucht, bis ich erkannt, dass das Eichhörnchen ist. Weil ich einfach die Richtung andersrum erwartet habe. So ein bisschen erinnert mich das an diese Bilder, wo man dann immer, was sehen Sie da drin? Ja, ich sehe einen Mann mit Hut. Ja, ich sehe eine Frau. Ja, ich sehe einen Hasen. Nein, alle Quatsch, ich sehe einen Vogel. Wir haben neun Punkte gefunden. Wobei, ist das ein neuer? Ist doch kein neuer, ich war doch hier schon. Also, ich fühlt sich das jetzt gerade so gleich aus. Da hängt der noch wer rum. Hängt denn der da so ab? Ach du Scheiße. Okay. Oh, wir hören das Kind. Hier drinnen, ja. Krieg die fucking Tür nicht auf. Die sind doch hier drinnen, oder nicht? Was ist da los? Bitte hier irgendwie in die scheiß Hütte kommen, Mann. Übers Dach? Komm ich hier irgendwie hoch? Alter, jetzt komm doch mal den Balken hoch. Kann doch nicht so schwer sein. Rutscht immer runter. Verdammte Scheiße. Ja, ich kann nicht aufs Dach oder was? Aber das liegt doch schon extra so. Oh Gott. Was ist... Geht nicht, ne? Aber vorne komme ich nicht rein. Das ist aber auch wirkt echt buggy. Ach, jetzt geht's auf einmal auf. Hallo? Haben wir wohl ein Skelett? Haben wir einen großen Zettel? Oh Gott, Ingrid. Liebe Ingrid. Ingrid, mein Schatz. Ich habe was Furchtbares getan und Schande über dich und mich gebracht. Ich wollte um dich kämpfen und dafür sorgen, dass du sicher bist. Ich weiß, das war eine törichte Idee und dein Vater hat sie als solche gesehen. Wollte losziehen, um sie zu verhindern, dass der alte Erik kommt und dich holt. Aber dein Papa hat versucht, mich aufzuhalten. Ich habe ihn aufgeschlitzt. Ich habe ihm die Kehle aufgeschlitzt und er ist verblutet. Ich kann nicht zusehen, wie Erik dich mitnimmt. Ich kann's nicht. Ich weiß, dass du und die Götter mir niemals vergeben werden, aber ich gehe fort. Hab keine Angst, mein süßes Kind, und such bloß nicht nach mir. Vielleicht setzen auch wir schon bald unsere Segel und werden mit deinem Vater auf dem lieblichen Ozean vereint. In Liebe, deine Mutter. But they were here. I heard them. Geil.
Okay, Lisbeth. Sehr hübsch. Oh. Dass nicht alles mal so teuer wäre. Das ist ein Grund, warum man YouTube macht. Man hofft, irgendwann genug Abonnenten zu haben und sich eine geile Holzhütte bauen zu können. Richtig schön im Wald, in der Natur und dann die alte Schwerter, so alles mittelaltermäßig einzurichten. Ich hab voll Bock drauf. Am besten sogar ein ganzes Dorf mit Freuden. Oh, das hätte was. Oh. Ganze Neumoderne sieht einfach nur langweilig und scheiße aus. So, was haben wir hier? Jetzt können wir hier lang. Okay, zum Steg wieder. Aber ich habe dich doch da drin gehört. Das ist echt verwirrend. Die Frage ist dann natürlich wieder, wo lang? Meines Erachtens nach war der da drin der richtige Weg. Aber da ist ja nichts. Also werde ich wahrscheinlich hier irgendwo weiter müssen. Ja, die Wege sind zwar sehr linear, aber wenn man sich so ein bisschen umguckt, dann weiß man schon nicht mehr, ob man von da gekommen ist oder nicht. Was knurrt denn da? Wer hat hier Hunger? Mein Magen war es heute mal nicht. Sonst hört man den immer knurren. Wenn man genau hinhört. Oh, schon wieder Ladebildschirm, aber so plötzlich. Also nicht so schön softer Übergang. Sondern da ist er und da ist er auch wieder weg. Vielleicht schneide ich die auch für die Atmosphäre so ein bisschen raus. Ja, weiß ich noch nicht. Zumindest sie ist ja alles noch. Oh, sie redet wieder. His father did something terrible. Ja, was denn? To Espen, to me, to himself. I was left all alone with a child I couldn't confide in. He didn't give me the chance to say I was sorry, and I never forgave him. But in the forest, I was alone again. Desperate for the person I loved the most. And right then I could almost understand why Espen's father did what he did. Sehr merkwürdiger Charakter, den wir hier spielen. So. Ist aber eine gut erhaltene Brücke hier. Weiß zwar nicht, wer die gebaut hat, aber die ist gut. Wie die immer, wenn die irgendwo so drüber läuft, so blub. Ui. Diese Höhenunterschiede, als der da so springt. Oh Mann. Schon wieder ein Troll. Kommt von da oben. Was ist denn, wenn ich muss hier wegrennen, wa? Läuft jetzt da rum? Ich laufe hier rum, oder wie? Hm. Da leuchtet es, also ich denke mal, dass ich jetzt hier hin soll. Schnell weiter, bevor der mich noch erwischt. Dann müssen wir mal kurz bücken. So, aber ich glaube, hier kommt er nicht mehr hinterher. Können wir wieder ein bisschen entspannter machen. Hat irgendwer geflüstert. Lauf doch mal. Hello? Is someone there? Please. Alex here. Hi. Hä? God damn it. Talk to me. Come out. I heard you whispering. Hier ist natürlich hey! Wieder keiner. Stop! I just want to talk to you. Hey, wen hat sie denn jetzt angeschrien? Hier ist doch keiner. Hm.
Hier gibt es auch gar keinen Ausweg, wo die jetzt hinten rausrennen können, dass die, die hinterher geschrien hat. Kann ich wohl da nicht lang? Komm ich überall nicht lang? Nee, schade. So, von hier bin ich ja gekommen. Da haben wir nochmal eine dicke, fette Tür. Brauche ich dafür irgendwas? Das muss Optik, wa? Nur Deko. So, das nächste Holzlager hier. Okay. Haben sie aber alle dicht gebaut hier. Oh. Nächster Ort. Aber so ganz leichte Musik. Coole Statue. Aber wo kommt die Musik her? Da rechts? Oder da links? Ares, wo gucken wir jetzt lang? Die Hütten sehen innen ähnlich aus. Haben sie nicht viel geändert. Okay. Ich guck mal hier rüber. Hier ist zugenagelt. Hier wird man nicht lang können. Kann ich hier bei den Kerzen irgendwas machen? Bei den Kerzen, ja, also bei den Steinen dazu? Hm. Nicht so wirklich. Oh, ein Wasserfall. Hey, open the door. I need to find my son. God damn. Where is my son? The children are gone, Eric. All gone. I'm not Eric. I think he has my son. Who is he? What's he going to do? If Eric has your son, Wanderer. Okay. There'll be no hope for him. Now get you from my door! Du bist in dem Haus. Du bist in dem Haus. Und fackelst jetzt ab. Warum auch immer. Das ist mit denen nicht richtig. Oh, hier komme ich nicht rüber, wa? Hier runter? Und dann? Nächste Hütte? Oder was zum Lesen. Sieht nach sehr viel aus. Elende Tochter. Geschichten der Dorfbewohner. Verflucht sei dieser alte Bastard Erik. Verflucht sei er. Jorun war heute Morgen nicht aufzufinden. Er muss es gewesen sein. Haben im Brunnen und an der Brücke im Dorf gesucht. Aber Jorun hat sich schon immer vor Wasser gefürchtet. Haben Stiefel der Brücke vor dem Fenster gefunden. Doch noch mehr. Davon drin an Joruns Bettchen. Er ist fast 5 Jahre zu früh dran. Wieso? Was ist nur in ihn gefahren? Wenn ich dran denke, wie mein kleines Mädchen auf diesem Berg geschleppt wird und solch ein Schicksal erleidet. Die Dorfbewohner haben mich versammelt und sind sich einig, dass der Wolf sein Wort gebrochen haben muss. Die teuflische Bestie muss nach noch mehr Kindern lechzen, um ihren verfluchten, unersättlichen Hunger zu stillen. Und wir sollen diese Ungerechtigkeit erdulden. Das müssen wir. Wir sind machtlos gegen ihn. Haben sie gejammert. Machtlos. Das Mannsvolk sagt, es dient allem einem höheren Wohl. Aber ihnen vor die Füße gespuckt und den ganzen Feigenblut Lebewohl gesagt. Ich habe den Anblick von Eriks Haus auf den Hügel nicht mehr ertragen. Okay, also es scheint irgendeine Volkssage zu sein, die mir gerade nichts sagt. Bei einem Erik, der die Kinder holt für den Wolf. Verstehe ich das so richtig? Das werde ich wahrscheinlich mal irgendwie mal nachschlagen. Krass.
Fragt sich bloß, ob das echt ist oder ob das erfunden ist für das Spiel. Oh, thank God. Hello? Excuse me. My son's been taken and I just... Oh, you're too late, bastard! Too late! It's done! Okay. I'm looking for my son. An old man with a white beard took him. And I think they came this way. Please, have you seen them? It's done! Don't you see? You whore son! You shan't take her from me now, Eric! You shan't take her! Okay. I don't know what you're talking about. I'm not Eric. I won't touch your daughter. Who is he? Does he have my son? Please, I need to know. The wolf. You simpering bitch. The wolf. The bastard was to take my little one to appease the great wolf. But I sent her on with a kiss. I hey. Sent my little girl on. Sein eigenes kleines Kind zu töten, damit es nicht entführt wird. Oh my God, please don't tell me that's your daughter. Look what you made me do! Look at her! You hateful bitch! My baby! Beautiful boy. Oh Christ! How? I had to do it. So sieht genauso aus wie die anderen. Aber das hier ist schon. Bastard! Bitch! Maximal krank. So ja, super. Also, ich bin sprachlos. Ein krankes Schwein. Was geht hier ab? Aber wo muss ich jetzt auch lang? Hier am Fluss jetzt doch weiter? Also, weiß ja nicht. Das jetzt die Lösung war, sein Kind umzubringen, damit es nicht entführt wird, ist, glaube ich, nicht die beste Lösung. Um genau zu sein, ist es, glaube ich, gar keine Lösung. Also, muss ja schon ordentlich was in der Psyche kaputt gewesen sein. He had poisoned the whole island. He was dangerous. I didn't know what I was going to do when I caught up to them. I just knew I wasn't going to let this man take one more child. Oh, God. Oui. Oh, God. Okay. Ja, ich denke mal, wir werden in diesem Langhaus jetzt hier, weil ich glaube, nee, wir hören noch nicht auf, wir gucken mal, ob wir noch so einen Stein finden, wo der nächste Speicherpunkt sein könnte. Hier haben wir nochmal einen Zettel. Doch, wir lesen uns das, glaube ich, nächstes Mal durch. Insofern, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.